Hey, weiter geht's mit Final Fantasy 15. Und wir beginnen jetzt hoffentlich gleich das Hauptspiel. Und wir beenden ja. Waren ja nur vier Bilder. Das Spiel beginnt. Also das Trainingseinheiten schon wieder. Komm, wir beginnen jetzt einfach das Spiel. So. Den Trainingssaal verlassen, ja. Über das Pausenmenü kannst du jederzeit aus dem Spiel zum Trainingssaal zurückkehren. Cool. Neben den Kampfgrundlagen kannst du auch spezielle Trainingseinheiten, zum Beispiel zum Parieren oder Zaubern absolvieren. Hatten wir doch schon. Keine Angst, wenn du in Gefahr schwebst, dann bis zum nächsten Mal. Wenn du in Gefahr schwebst, dann bis zum nächsten Mal. Final Fantasy 15 und so war das Schicksal in den Händen des zukünftigen Königs gelegt. Ladevorgang. Und es lädt noch mehr. Und da ist es fertig mit Laden. Dies ist die Geschichte des Königs, der auserwählt wurde, die Welt zu retten. Nichts weiter, wir sind mitten irgendwo drin. Da machen schon welche Schaden. Alter, das ist ja eine Wiese. Kann ich. Alles okay? Wir brauchen einen Plan. Verstecken wir uns. Lockt, hier lang. Schnell! Er greift wieder an! Er greift wieder an. Er kommt! Neuer Versuch! Ich geb dir Deckung! Hier! Okay! Auf ihn! Was jetzt? Vor dem Fall. Also war das jetzt das Ende, was uns gezeigt wurde, ja? Jetzt sind wir am Anfang. Die Stunde des Abschieds ist gekommen. Du hast meine Erlaubnis zum Aufbruch, Noctis. Danke, Eure Majestät. Nun geh, mögen die Götter dich schützen. Ja. Hey. Prinz zu sein ist auch nicht leicht. So viel zu höfischer Etikette. Ach, kannst du dich nicht einmal am Riemen reißen? Euer Hoheit! Was denn? Ich will dir noch etwas mit auf den Weg geben. Du legst deinen Kameraden eine schwere Bürde auf. Musst du gerade sagen. Ich erwarte nicht, dass ihr seine Launen zügelt. Lediglich, dass ihr sie ertragt. Sehr wohl, Majestät. Wir sorgen dafür, dass der Prinz Altissia sicher erreicht. Ja, genau. Ich will nicht drängeln, aber Kor wartet schon. Drathos, pass gut auf ihn auf. Und noch etwas. Benimm dich im Beisein deiner künftigen Frau. Selbstredend, Majestät.
Und ihr zollt unseren Gästen aus Niflheim gebührend Respekt. Du hast keinen Grund zur Sorge. Ihr auch nicht. Noctis, sobald du aufgebrochen bist, gibt es kein Zurück mehr. Glaubst du, ich kneife? Bist du wirklich dazu bereit, deine Heimat hinter dir zu lassen? Nur keine Angst. Ich bist du fürs Erste los. Dein Weg ist lang. Wo auch immer er dich hinführt, das Erbe der Luzis geht mit dir. Gib nie auf, mein Sohn. Feuertaufe. Synchronisation gar nicht. Von dem, was ich da vorher gehört habe, dass die so schlecht sein soll. Kapitel 1, der Aufbruch. Prinz Noctis Lucis Caelum ist mit einer dreiköpfigen Gefolgschaft aus Insomnia aufgebrochen. Sein Ziel, der Nachbarstaat Accordo, in dem seine Hochzeit stattfinden soll. Okay. Geht's ja gleich mal richtig zur Sache hier. Das ist meine Story. Begib dich in den Nachbarstaat und heirate dort. Das ist doch meine Aufgabe. Klingt auch richtig gefährlich. Aber wenn das die Welt rettet, bitte. Laden geht einem aber ganz schön auf den Zeiger, oder? Solange der Ladebalken nicht bis an den Rand muss. Er muss auch nicht bis an den Rand, oder? Sag mir jetzt nicht, dass er bis zum Rand muss. Zwecklos. Weht ein rauer Wind hier draußen. Tja, der Preis der Freiheit. Dann müssen wir wohl wieder schieben. Was? Mein Tank ist doch auch schon leer. Aufstehen, Männer. Na los. Autsch! Wird's bald? Hey! Ich dachte, Autos sind zum Fahren da. Theoretisch schon. Genug gemault. Fertig? Ja. Und los! Ja, dann schiebt mal. Ja, dann muss ich jetzt selber noch was machen. Schieben, R2. Ja, okay. Warum soll ich das Teil da eigentlich schieben? Echt unglaublich. Willkommen im Leben, Prinz Noctis. Wir sind zu schnell gefahren. Aber wenn's doch so einen Spaß macht. Ein schöner Einstand jedenfalls. Ach komm, Gladio. Was denn? Das schaffst du auch alleine. Von wegen. Als würden wir einen Unterschied machen. Pronto. Finger an die Karre. Ihr solltet euch den Atem sparen. Und du mit mir tauschen, Ignis. Du warst doch gerade erst im Wagen. Ja, genau. Ich bin der Nächste. Hörst du? Mir fallen die Arme ab.
kann sie dir auch ausra... Ich weiß jetzt nicht, ob die Musik irgendwie schädlich sein kann, aber ich schalte mal die Hintergrundmusik noch mal ein bisschen leiser. Ich habe nämlich keinen Bock, irgendwie Ärger zu bekommen von YouTube, nur weil hier irgendwie ein bisschen gesungen wird. Ja. Das kann ich mich überhaupt nicht leiden. Nur wegen einem Musikstück. Ist ja schon gut. Geht keiner ran? Nein, ständig besetzt. Sag mal, geht das nur mir so? Oder ist der Weg länger geworden? Keine Angst, die Karte stimmt. Laut der müssten wir längst da sein. Oder schon dran vorbei. Als könntet ihr Karten lesen. Wegen so einer Musik ist manchmal schon eins meiner Videos mit Werbung vorne dran. Das ist nicht, weil ich das mit Werbung versehen habe. Die Welt ist groß und voller Wunder. Ja, Wunderfüße. Sag mal, schiebt ihr überhaupt? Nein. So fest ich kann. Mit voller Kraft. Final Fantasy 15. Ich glaube, die Musik ist immer noch zu laut. Ist dann garantiert wegen dieser Musik. Hammerhead, Ortschaft. Hey, da seid ihr ja. Und, wer ist der Prinz? Der mit der Brille. Ah, nee. Höchst erfreut, Euer Hoheit. Glückwunsch zur Hochzeit. Noch bin ich Single. Da hat Luna Freya wohl den Hauptgewinn gezogen, was? Wir haben es nicht eher geschafft. Hebt euch die Ausreden lieber für den Chef auf. Und du bist? Sydney. Sid Sophias Enkelin. Ich arbeite hier. Sieh sich das einer an. Ihr verwöhnten Gören kennt keine Wertschätzung. Der Wagen ist unbezahlbar. Du bist also Noctis. Ja. Sieht wohl so aus, ne? Pah, als hätte man deinem Vater die Würde rausgeprügelt. Was? Hast einen langen Weg vor dir, Junge. Dumm glotzen bringt dich nicht ans Ziel. Wird eine Weile dauern. Schieb den Wagen rein und dann schwirrt ab. Okay, ihr habt Großvater gehört. Mir nach. Ich glaube, die Stimme passt nicht zu dir. Jedenfalls. Jetzt heißt es also warten. Das war noch nie meine Stärke. Meine auch nicht. Okay, nehmen wir uns einfach mal hier das Auto, oder? Können wir jetzt nicht einfach hier in GTA einfach einsteigen und losfahren? Was wär's jetzt? Oh, Hoheit! Was? Hey, ihr Jungs seid doch zum ersten Mal hier, oder? Ich gebe euch eine Karte, damit ihr die Gegend erkunden könnt. Karte des Kontinents, mal eins. In deiner Navi-Karte in der rechten oberen Ecke wird ein Restaurant-Symbol angezeigt. Orientiere dich daran, um das Restaurant zu finden, wo du mehr über den Umgang in Erfahrung bringen kannst. Okay, mal gucken, was es hier so gibt. Oh, Ebony-Kaffee haben die auch. Das wird Ignis aber freuen. Hä? Gil? Was ist das denn? Die Währung in dem Spiel? Einkaufen. Für jedes Problem die richtige Lösung. Um einzukaufen oder die
Übernachtung in Unterkünften zu bezahlen, brauchst du Gil. Du kommst an die Währung, indem du Jagdaufträge abschließt, die von den Informanten vergeben werden oder gefundene Gegenstände verkaufst. Ich habe eine Karte. Oh, ich kann Heiltrank, Phönixfeder und Elixier verkaufen. Gegenstände. Warum kann ich das nicht kaufen? Motorklinge. Wie viele Gänge hat denn der Motor? Schenken. Hab ich Geld? Ich hab kein Geld. Ich hab kein Geld. Autozubehör. Na gut. Ach so, das war verkaufen. Stimmt. Warum sollte ich die Schwerter verkaufen? Noct, warte mal kurz. Unser ganzes Geld ist für die Reparatur draufgegangen. Ich würde gerne Sydney um Rat fragen. Wir sind völlig abgebrannt? Ja, ganz genau. Der mittellose Prinz, Stufe 1. Empfohlene Stufe. Ja, 1. Nachdem sie all ihr Geld in die Reparatur des Regalias gesteckt haben, brauchen Noctis und seine Freunde dringend ein paar Gil, wie die Währung außerhalb von Insomnia genannt wird. Ja. Annehmen geht nicht. Abgeschlossen. Angenommen. Oh, es war angenommen, alles klar. War das nicht ein bisschen Wucher für eine einfache Wartung? Dieser Halsabschneider. Nanu, der Wagen ist noch nicht fertig. Was wollt ihr? Was wollen wir? Den Preis runter an den Geld leihen? Den Preis runterhandeln? Die Wartung ist ziemlich teuer, nicht? Hä? Ach, ich verstehe. Typisch Großvater. Hat euch sicher extra zu viel abgeknöpft. Nehmt's ihm bitte nicht übel. Das ist einfach seine Art, euch an den Ernst des Lebens zu gewöhnen. Zu Geld kommt man hier am schnellsten als Jäger. Wollt ihr's mal versuchen? Gefällige Tiere. Der Opa hat Nerven. Naja, was will man machen? 10 FP erhalten. Fertigkeitspunkte. Öffne das Menü und wähle Fertigkeiten, um unter Verwendung von Fertigkeitspunkten die Gruppe weiterzuentwickeln. Fertigkeiten. Nein, nicht Talente. Noctis und seine Freunde besitzen jeder ein besonderes Talent. Talente verbessern sich durch unterschiedliche Aktionen. Noctis angeln, Gladiolus, Gebiete erkunden, Ignis kochen, Brompto fotografieren. Fotografieren. Das könnte meine Fertigkeit sein. Mein Talent. Was auch immer. Angeln an Angelstellen möglich. Findet nach Kämpfen gelegentlich Heiltränke. Okay. Neues Rezept. Strammer Max. Was auch immer. Der kann kochen? Ernsthaft? Kann fotografieren. Ja. Kann eigentlich jeder. Im Menü kannst du unter Fertigkeiten die Fertigkeiten der Gruppe weiterentwickeln. Für das Erlernen von Fertigkeiten brauchst du Fertigkeitspunkte FP. FP kannst du auf unterschiedliche Weise sammeln. Du erhältst sie zum Beispiel beim Stufenanstieg. Durch Missionserfolge, das Abschließen von Aufgaben oder auch durch richtig gewählte Antworten im Gespräch mit deinen Freunden.
Du Scheiße. Fertigkeiten, die Noctis Kampfaktion verbessern und ihm so neue Möglichkeiten geben, Feinde zu besiegen. Erinnert mich irgendwie an etwas. Gut getimtes Drücken von führt ein Ausweichmanöver durch, das keine MP verbraucht. Du besitzt nicht genug FP. Ich habe doch 10 FP gesammelt. Wie viel braucht denn das? Stehen das FP 16? FP 6. Ermöglicht nach einem Angriff in der Luft einen Schritt in die gewählte Richtung mit verbrauchtem MP. Erhöht den verursachten Schaden, wenn Noctis bei einer Angriffsserie selbst keinen Schaden nimmt. Klingt gut. Ja. Neue Kräfte. Cool. Team. Also, das gilt für alle, oder was? Oder nur Fertigkeiten für Noctis? Okay, prompto. Die FP scheinen aber für alle zu sein. Also hier hat nicht jeder sein eigenes, sondern es zählt für alle. Ja, sieht so aus. Gut. Aber seid vorsichtig. Nachts treiben sich hier sicher rum. Hier, eine kleine Anzahlung. Reicht zum Übernachten. Aber kein Wort zu Großvater, ist das klar? Tiere erledigen. Da gibt es hier Tiere. Na dann mal weiter. Prompto, lass uns gehen. Schon unterwegs. Hier gibt es Tiere. Hier soll ich wahrscheinlich drei Viecher erledigen. Sieht aus, als wäre das unsere Beute. Los geht's, Noct. Vorsicht, du hast Aufmerksamkeit eines Gegners auf dich gezogen. Der Warnbalken am oberen Bildschirmrand warnt vor einem Angriff. Halte gedrückt, um automatisch eine Angriffsserie zu starten, wenn ein Gegner in der Nähe Angriffsserie wachsen will. Denk daran, beschwöre für jeden Gegner die passende Waffe herauf. Bin beeindruckt, Noct. Jupp. Gefährliche Tiere. Auf zur nächsten Koordinate. Ich habe, keine Ahnung, 1, 2, 3 Tiere erledigt und aber es sind nur 1 von 3. Tja, dann muss ich wohl den Wegpunkten folgen. Passiert das automatisch speichern. Kapitel 1, Kapitel 1. Kann ich wohl nicht überschreiben, oder was? Muss ich unbedingt einen neuen Spielstand anlegen? Automatischer Spielstand. Okay. Dann bitte nicht jedes Mal einen automatischen Spielstand anlegen. Sondern den alten automatischen Spielstand wieder überschreiben. Hm.
voll mit automatischen Spielständen. Ha. Ändert nicht nur das Aussehen, sondern auch Status. Jungs, hier gibt's was zu tun! Fein, dann kümmere dich drum. So war das nicht gedacht! Weiche gegnerische Angriffe mit aus. Halte die Taste gedrückt, um automatisch auszuweichen. Auszuweichen, genau. Manchmal ist ein perfekter Block der beste Angriff! Pronto! Roger! Paradebeispiel. Keine Blöße. Mit Verlauf. Wir blocken. Ich blocken. Das konnte ich nicht blocken, ich habe aber gedrückt. Ignis! Ja! Rücklinks. Was sind das jetzt alles für Dinge? Ignis! Mit Verdünn! Hier bin ich! Überraschungskombo. Super! Wir sind fast fertig! Also Zeit und Techniken muss ich noch ganz schön dran arbeiten, aber Offensive ist schon mal S immer. Fast. Immer? War das immer so? Jungs, was war nochmal genau unser Plan? Wenn der Regalia wieder läuft, fahren wir weiter zum Galdinkai. Von da geht's per Schiff nach Altissia. Direkt in Nocts Hafen der Ehe. Auto warten! Hochzeit starten! Okay, ist notiert. Ich finde aber, die Grafik sieht gut aus. Dafür, dass man hier auch so weit sehen kann. Die Nutzeroberfläche kann über die Einstellungen ausgeblendet werden. Gebt nochmal alles! Warp-Angriffe, visiere einen Gegner an und wirf dein Schwert auf ihn, um dich zu ihm zu teleportieren und ihn gleichzeitig anzugreifen. Je weiter die Entfernung, desto höher der Schaden. Gut zu wissen. No, no, no. Du sprichst die gegnerische Verteidigung mit einem Warp-Angriff. Ich treff immer! Schluss mit dem Elend. Wo hast du das denn gelernt? Was gelernt? Was habe ich gemacht? Das war's dann wohl! Nicht schlafen! Sehr gut, das wär's. Zeit es, okay. Ein Anruf? Ja? Ich bin's, Sydney. Wie läuft die Jagd? Gut, sind fertig. Bestens. Könnte ich euch, vielleicht um noch was bitten? Geht um einen Jäger namens Dave. Er meldet sich nicht mehr. Sollte in einer Hütte ganz in eurer Nähe sein. In welcher Hütte? Aha. Geht klar. Wir sehen nach. Na gut, dann... Sydney, was wollte sie? Wir sollen einen Dave für sie suchen. Gibt's eine Spur? Ja, eine Hütte direkt um die Ecke. Dann mache ich hier mal eine kurze Pause. Ich speichere hier und guck mal, ob ich auch genau hier wieder weiter spielen kann, wenn ich das nächste Mal das Spiel neu starte. Bis dann.